1900 entstanden die ersten richtigen Aufnahmen für das neue Medium Shellac. Ein Sänger oder ein Musiker stand vor einem Horn und hat versucht, so laut wie möglich da reinzusingen. Und am Ende des Horns war ein Membran, ähnlich vergleichbar mit unserem Ohr. Die Herausforderung lag jetzt daran, dass natürlich keine Verstärkung im Spiel war. Die Schallwellen, die der Musiker fabriziert hat, mussten in die Rille rein. Und alles wird bedämpft. Also musste der Musiker so laut wie möglich singen. Ja, und wo ist es besonders laut? In kleinen Räumen mit harten Wänden. Also jeder kennt es von zu Hause, wer in der Dusche singt. Das ist ein kleiner Raum mit harten Wänden, da klingt es laut. Also es waren kleine Studioräume, wo ein Solist meistens dann auch ein Operntenor, weil der hat von sich aus schon die größte Lautstärke, mit einer kleinen Band, mit lauten Instrumenten, vor einem Horn. In echt werden die häufiger auch ganz leise gesungen haben und Piano gespielt haben und auch mit Klavierbegleitung gespielt haben. Aber der Tonmeister oder wie immer sich diese Menschen damals genannt haben, die zuständig war, dass die Rille schön laut wird, da werden gesagt, nein, lauter, lauter, nicht leise. Sonst kommt nichts mehr raus, sonst geht alles im Rauschen unter.